Vielleicht kann er sich auch irgendwie in eine andere Form verwandeln, wie der Vampir in so eine Fledermaus. Macht ja eigentlich nur Sinn. Theoretisch müsste er sich ja auch in einen Werwolf verwandeln können oder in Nebel. Wäre ja auch mal was gewesen, ne? Ja, vielleicht auch gleich Alucard aus ihm machen können. Obwohl, er ist ja nur ein halber Vampir. So, Candy war das gerade, ne? Ja. Können wir uns mal genehmigen. So, und dann geht's hier weiter. Und da vorne ist der Ausgang. Und dann sind wir beim Bossgegner. Das wäre jetzt echt scheiße, wenn wir den nicht schaffen würden, weil ich habe jetzt lange Zeit nicht mehr gespeichert. Das wäre echt kacke, wenn wir jetzt gegen den verkacken würden. Ja, und Nocturne will uns testen. So. Erstmal hier auf die Peitsche. Oh ja, und der kann richtig gut einstecken. Das gefällt mir. Ja, und gerade wenn man mit der Peitsche zuhauen will, dann kommt diese scheiß Dark Force. 30, ja, okay. Oh Mann, der kriegt richtig auf den Sack. Wir stehen in einer richtig guten Position. Hypo Slime, ja. Und er wird gewackt. Das trifft es hier gerade echt auf den Punkt. Ich glaube, den werden wir ziemlich schnell abservieren. Der wird auch schon immer kleiner und kleiner. Also ich tippe mal so, das hält er keine Minute mehr durch. Könnt ihr jetzt gerne mal mitstoppen. Ich werde es nicht tun. Ja, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den auseinandergenommen haben. So wie alle gerade auf den einprügeln. Jo, und da ist er down. Das war eine Abreibung, die der jetzt kassiert hat. Und zwar eine ziemlich schnelle. Kann man nicht anders ausdrücken. Ja. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Damit wäre dieses Kapitel wohl beendet. Und ein Speerorb haben wir erhalten. Und da ist Shade. I am Shade, the Elemental of Darkness. Nocturne, ne? And former king of the underworld known as Mavolia. Aber spricht in so einem alten mittelalterlichen Ton, ne? I did cause the world to trembleth in fear. Mavolia? What kind of powers does the underworld have? Mavolia exists due to the chains of angry envy, resentment. Of anger and envy and resentment and negative feelings towards others. Their power is life. It is proclaimed that those with strength ruleth the weak. Indeed, anger, envy, resentment. These negative emotions are what feedeth the subjugation, what, keine Ahnung, and they tempteth humans into defiling their souls with darkness, at which hour a human maketh a contract with Mavolia. Aha. Those humans gain the power they seek in exchange for their pure heart, and when they are in the darkness and do not wish for tranquility. They may reside in the human realm, but their person is reclaimed by the underworld. Alas, my own powers were sealed, hence my heroes in the ancient past, by heroes in the ancient past. But you, Lord, who is defeated, the incarnation of this power, must be the new heroes. Credence with the laws of Mavolia, my powers are bestowed upon all of thee. Ja, okay. Ziemlich langen Vortrag, den er uns da gehalten hat. Was er im Original nicht tut.
Und wahrscheinlich ist auch nur das für Boldi wieder Magie, gehe ich mal stark von aus. Ja. Genau. Shadow Saber. Oh, eine Dunkelheitsklinge gibt es hier jetzt sogar. Ja, weil diese Höllenaura, die haben wir ja mit Vesuvio schon gekriegt. Aber es ist dann natürlich eher die Feueraura, Feuerdingster, Bungster und whatever. Ja, aber okay, cool. So, damit wäre dieses Kapitel beendet. Und wir können uns aufmachen zu Sieg. Oder ne, wir haben ja Orbs gekriegt. Wir haben auch einen Clown-Orb gekriegt. Da sollten wir erstmal... Scheiße, ich bin jetzt mir gerade nicht sicher, ob der Bärte hier in dem Dorf ist, aber wir gucken einfach mal. Ich glaube eigentlich sogar schon. Von daher... Wo könnte der nur stecken? Ne, hier im Hotel ist er nicht, aber wir übernachten hier trotzdem mal. Und nicht nur übernachten, sondern auch speichern sollten wir dann. Wir sterben jetzt zwar nicht mehr, aber naja, wer weiß, das Spiel stürzt ab oder sonst irgendwie was passiert. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. Von daher, ja, wir haben in dieser Session noch nicht einmal gespeichert. Interessant. So, müssen wir mal in den anderen Häusern gucken, ob der gute Bärte hier irgendwo zufällig ist. Ah ja, da ist er. It's hard to get to the top of the mountain, I'm beat. So, neue Klaue. Hyperfist. Das klingt brutal. Klingt nach etwas, was ordentlich reinhaut. Ja, stimmt, die sind auch hier. Hatten wir bisher noch nicht, wahrscheinlich wegen der Tageszeit. Gehe ich mal von aus. So 4, das kostet 2. Ja, okay, können wir mal so ein bisschen nutzen, wenn wir dabei sind, dass wir das auch ein bisschen aufleveln. Sind zwar nicht unbedingt so Zauber, die ich häufig nutze, aber ja, wer weiß. So eine Klinge der Dunkelheit könnte ja durchaus mal was bringen. Im Original hat man die ja nicht. Können wir ja mal nutzen. Was macht die denn? Also irgendeine... Bringt die uns Magiepunkte oder was war diese 2 da gerade in so einer anderen Farbe? Das wäre ja eigentlich schon mal ganz cool, wenn wir mit den Schlägen da Magiepunkte absaugen können. Ja, tatsächlich. Da hat sich bei Boldi gerade ein bisschen die Magie um einen Punkt aufgefüllt. Ja, das ist eine coole Wirkung. Das ist eine sehr coole Wirkung. Auf jeden Fall finde ich das cool genug, dass es Sinn macht, Shade aufzuleveln. Ja, schöne Sache. Also wird mit Sicherheit auch noch um einiges effektiver werden, wenn wir das auf einem höheren Level haben, gehe ich mal von aus. Oh, habe ich jetzt den Zauber abgebrochen, oder? Naja, egal. Ganz schön, also für Level 0 ganz schön gut Schaden gemacht. Also ich glaube, das waren eher diese 82 Schaden da. Aber, ja, sind vielleicht auch anfällig gegen diese Angriffe. Irgendwie was Neues für uns, ne? Nee. Das haben wir tatsächlich noch nicht. Tortoise Mail. Okay, bringt das dem Jungen vielleicht was?
Ja. Schön. Das gefällt mir. Ist jetzt nur schade, dass wir dann diesen Zauberumhang nicht mehr haben, der uns, was den Jungen vor Vergiftung schützt. Und wo wir gerade davon sprechen, da kommt die nächste Sleep Flower und geht direkt auf den Jungen. Aber er wird trotzdem geschützt, okay. Ich habe nichts gesagt, habe mich nicht beschwert. Naja. So. Hey, you can't go in there. The sage is out. No way, you must be joking. The wise man Jacques left for the Aurum Isle flying high on a broomstick. Ja, genau. The Aurum Isle, it's an island northeast of here, in the middle of the sea. Ja, das ist die Goldinsel. Wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Und eigentlich müssen wir da erstmal nur hin, um mit jemandem zu reden. Da wir in den Palast auf der Goldinsel noch nicht rein können. Denn dafür brauchen wir einen bestimmten Gegenstand. Und den können wir uns erst abholen, wenn wir mit einer Person da gesprochen haben. Ja. So sieht's aus. So, nehmen wir unseren guten Lufti. Es gibt ja keinen Grund mehr hier zu bleiben. So. Wir waren ja vorhin schon mal auf der Insel. Ich weiß jetzt nicht, ob das gezählt hätte, wenn wir da mit der Person... Oh, da ist es ja auch schon direkt. Das ging schnell. Weiß jetzt nicht, ob das gezählt hätte, wenn wir mit der schon gesprochen hätten, bevor wir jetzt mit Sieg gesprochen haben. Will ich jetzt auch nicht ausprobieren. Wahrscheinlich hätte das eh nur noch zu mehr Umwegen geführt. Aber dadurch, dass wir jetzt natürlich hier ohne Ende sprinten können, ist das ja auch ein Weg, den wir schnell zurücklegen können. So. The tower on the outskirts of the city was once called the Light Palace. But King Mamon had it sealed since then. No one's been allowed to enter. The key to the tower was stolen by a thief from the Republic. But he was caught in Southtown and executed. I don't think they ever found that key. Who on earth could be inside? What on earth could be inside? Ja, das haben wir doch schon mal gehört. Ein Dieb der Republik, der exekutiert wurde. Und zwar in der Südstadt. Von dieser guten Frau dort. Und genau zu der müssen wir jetzt hin. Denn, Spoiler-Alarm, sie hat tatsächlich den Schlüssel. Da sind wir auch schon. My husband tried to steal a secret key from the Aurum Isle, but he was done in by the Emperor. Here it is, I've kept it packed away in a little box. Precious memories of my husband, but he gave his life for this key. If I just keep it without using it, he won't be able to rest in peace. I'll give it to you guys. Figure it will be some delayed justice. Ja. Viele Botaner erlitten den Tod, um uns diese Information zu bringen. Oder diesen Schlüssel. Naja, das ist eine etwas andere Geschichte. So, dann können wir uns jetzt dahin aufmachen und dann in den Lichtpalast gehen. Mal nur die Scheißinsel noch mal wiederfinden. Da oben ist das okay. Ist auch schön, dass die Karte hier wesentlich schneller lädt als im Original, wo das immer so, ja, Streifen nach Streifen irgendwie passiert. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, alles klar. Hier müssen wir zur Wüste hin. Ja, und ich fliege jetzt genau dran vorbei. Was auf der Karte fehlt, ist, dass so ein Richtungsanzeiger da ist, der uns gerade zeigt, in welche Richtung wir uns auf der Karte finden. Aber hier haben wir die Wüste und hier sollte das ja nicht allzu weit weg sein. Irgendwo hier im Ozean. Und ich fliege gerade wahrscheinlich wieder Kreise drumherum.
Und da haben wir es doch. Geht doch alles. Ja. Gut, dann mal auf in den Lichtpalast. Oder sonst... Nee, sonst haben wir eigentlich nichts vergessen. Ist ein relativ kurzer Palast, hat allerdings ein paar durchaus gefürchtete Bossgegner. Wenn ich so daran denke, wer uns hier erwartet und dass wir durchaus ein paar kleinere Schwierigkeiten mit den vorherigen Versionen von denen hatten. Aber gut, wir werden mal schauen. Ich nimm's mal so hin. Sollten wir Schwierigkeiten kriegen mit dem ersten Boss, haben wir ja immer noch die Möglichkeit, den Rückzug anzutreten. Hoffen mal nicht, dass das notwendig ist, aber naja, gut. Ich lasse mich einfach mal überraschen, wie immer. Steht uns ja jetzt ein sehr komischer Bosskampf bevor. Brutaler Bosskampf, eher für den Boss selber. Ihr wisst wahrscheinlich, oder die, die den Bosskampf kennen, wissen, was ich meine. Ansonsten ist diese Variante eigentlich meiner Meinung nach sogar leichter als die erste. Da wir hier eine viel bessere Angriffsfläche haben. Aber natürlich ist der wahrscheinlich auch sehr spamfreundlich. Naja, macht nur einen Schaden mit seinem Laserangriff. Habe ich kein Problem mit. Und natürlich bewegt der Arsch sich gerade nach unten, wenn ich meine aufgeladene Attacke in den Sand setze. Oh, und wir kriegen unser erstes Level up mit Shade. Macht ihm auch nur einen Schaden. Dispel Magic. Ja, das ist auch cool. Sehr effektiv auf jeden Fall. Aber kann man nutzen, um so ein bisschen das aufzuleveln. Ansonsten dürfte der eigentlich nicht so das Problem sein. Wir setzen ihm auch gerade richtig gut zu. Das sage ich genau in dem Moment, wo wir ihm null Schaden machen. So, wir bearbeiten ihn einfach mal weiter mit unseren Dunkelheitsangriffen, auch wenn das nicht viel bringt, ich weiß. Aber es bringt was, um das aufzuleveln. Sonst kann der uns nicht wirklich viel anhaben. Nehmen wir mal hier Thunderbolt. 58, das ist schon stärker. Was sagst du dazu? Ja, nicht ganz so stark. Ich glaube, irgendwie eine Magieschwäche hatte der auch nicht so wirklich. Klar, mit Thunderbolt. Oh, und da ist... ja, da ist er down. Haben wir in den Kopf weggetreten oder mit der Axt abgehackt. Aber ja, wir wissen alle... Dem wächst leider ein neuer. Ich hätte damals schon hier so einen Fatality-Sound eingebaut. Ja, muss ich jetzt nicht normal machen, oder? Man soll das Original in Ehren halten. Und 69 Schaden sollte man auch in Ehren halten. Bisschen Feuer. Macht ihm auch nicht so viel aus. Aber ey, immer gut zu nutzen, um die Magie aufzuleveln. Sollte auch nicht mehr allzu viel vertragen können. Ach shit. Biochimera. Interessanter Name. So, kann man jetzt nochmal mit dem aufgeladenen Angriff treffen?
sogar töten, wenn er von uns jetzt gesessen hat. Ist ja kein, spielt ja auch keine Rolle, wir haben ihn besiegt und das ist alles, was zählt. Ja. Damit wäre die erste Hürde schon mal genommen. War relativ easy, muss ich sagen. Boomerang Orb. Okay. Aber ja, der Palast ist noch nicht zu Ende. Ja, wir haben ja schon voll Energie. Wir haben natürlich gerade einen Bosskampf bestritten. Und wir kriegen eine Truhe. Da ist, glaube ich, ein Axtdorf. Sehr gut.